Sind Sie auch so ein verkappter Grüner, der Jaguar fährt, Verbrenner natürlich und nee, dann aus Ablasshandel nee, grün nee, will? Ich kann es Ihnen noch viel besser sagen. Ich mache immer Wahl-O-Mat. Ja? Und bei der, letzten Wahl kam bei mir raus 50% Übereinstimmung Grüne, 50% AfD. Ja? Ja. Und ich war geschockt, 50% Grüne. Ja? Das heißt, wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Ja? Und das heißt aber, das ist das Bedenkliche, kaum ist man mal für Waffenlieferungen und Kriegseinsätze, wird man in so eine grüne Ecke gedrängt. Und Das ist schon lustig. Jede Woche gründen irgendwelche Leute in meinem Namen einen Account bei Facebook oder Instagram. Die schreiben dann in meinem Namen Leute an, pumpen sie um Kohle an. Und wir melden das jede Woche brav bei Facebook und Instagram. Und was passiert von denen in der Seite? Gar nichts. Aber weh, ich poste einmal, dass ich es für einen Skandal halte, dass die Tagesschau das Wort Mutter durch entbindende oder gebärende Person ersetzen möchte. Dann kommen die unabhängigen Faktenchecker und warnen von meinem Beitrag. Und haufenweise schreiben mir junge Frauen, dass ich ja offensichtlich Angst hätte vor Transmännern und somit auch vor Männern. Mädels, ich habe überhaupt noch nie Angst gehabt vor Männern, ob schwul, hetero, trans oder sonst was. Ich bin schon mit Männern gut ausgekommen, da seid ihr nur mit der vollgeschissenen Windel um einen Christbaum gelaufen. Aber wisst ihr, was ich Angst habe? Vor der Politik der Grünen und vor der phlegmatischen Untertänigkeit der Deutschen. Jetzt haben sie diese Woche die Atomkraftwerke abgeschreckt, aber im Rest von Europa laufen sie natürlich, in der Ukraine zum Beispiel auch noch, weil Herr Habeck gesagt hat, die stingern ja schon. Wir setzen stattdessen auf dreckige Kohle, die ja, was viele auch gar nicht wissen, gar nicht aus Deutschland kommt, sondern zum großen Teil aus Australien oder aus Afrika. Die wird dann zu uns gebracht auf riesigen Dieselschiffen, klimaneutral natürlich. Und was machen wir Deutschen? Wir sitzen daheim, halten die Fresse, zahlen und lassen uns sukzessive unseres Wohlstands und somit auch unseres sozialen Friedens berauben. Ich glaube, langsam wird es wirklich Zeit, dass wir es machen wie die Franzosen und auf die Straße gingen. Ja. Das war jetzt das Wort zum Sonntag von der Tante Moni. Und jetzt können die unabhängigen Faktenchecker wieder tätig werden und von meinem Beitrag warnen. Schöner Sonntag noch. Also nochmal, wir brauchen diese Pflegekräfte, auch diese ausländischen Pflegekräfte. Es gibt diesen Notstand. Wenn ich als Arzt gleichzeitig Deutschlehrer, Integrationsbeauftragter und UNO Blauhelm sein muss, weil ich dafür sorgen muss, dass der Mexikaner sich nicht mit dem Syrer kloppt im Arztzimmer, dann muss ich ganz klar sagen, dann habe ich keine Zeit mehr, mich um meine Patienten zu kümmern. Wenn Sie Kollegen haben, die sich zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft weigern, zum Beispiel von weiblichen Kolleginnen eine Anweisung zu übernehmen, dann finde ich das schon relativ grenzwertig, vor allen Dingen, wenn Sie kompetenztechnisch dem weit hinten anstehen. Und selbstverständlich auch bei einer ganz, ganz klassischen Situation, an die ich mich immer erinnern werde, wo es um eine Kommunikation im Team ging, die wichtig war für eine adäquate Lagerung eines schwer verletzten Patienten. Und dieser Kollege hat nicht verstanden, worauf wir hinaus wollten und hat den Patienten entgegen unserer Anweisungen gedreht und gewendet. Nicht verstanden wegen der Sprachbarriere. Korrekt. Und hat in dem Falle tatsächlich den Patienten genau in die andere Richtung gedreht, was natürlich bei einer Wirbelsäulenverletzung nicht akzeptabel ist. Und jetzt plötzlich sollen es 500.000 ambitionierte Krankenschwestern aus Uruguay rocken. Also ganz ehrlich, also so langsam verstehe ich auch diese Politik nicht mehr, muss ich sagen. Und das ist nichts anderes, außer es ist Stehlen, weil wir stehlen diese Arbeitskräfte aus Ländern, die diese genauso dringend brauchen, wenn nicht sogar mehr. Seit Monaten blockieren Klimaaktivisten Deutschlands Straßen. Das ärgert nicht nur die vielen Menschen, die täglich mit dem Auto zur Arbeit pendeln müssen, sondern auch Til Schweiger. Der Regisseur und Schauspieler hat die Klimaaktivisten, die größtenteils der Gruppe Letzte Generation angehören, in einem Bild-Interview als, Zitat, große Plage in diesem Land bezeichnet. Auch er würde sie von der Straße ziehen, sollte er wegen einer ihrer Aktionen im Stau stehen, so Schweiger. Auch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht Schweiger hart ins Gericht. Zitat, ich fände es toll, wenn Robert Habeck sich selber festkleben würde. Dann könnte er nicht so viel Mist verzapfen. Der soll weiter Kinderbücher schreiben, hat von Wirtschaft keine Ahnung. Schließlich rechnet Schweiger auch mit Habecks Partei ab, den Grünen. Parteichefin Ricarda Lang habe nicht mal ein abgeschlossenes Studium und verdiene 20.000 Euro im Monat, so Schweiger. Zitat, fast die ganze Regierung würde in der freien Wirtschaft niemals dieses Geld verdienen. Deswegen sind sie ja Politiker geworden, sagte der Schauspieler. Wunderbar.
Am Rande des Protestmarsches der Gruppe Letzte Generation haben sich einige Klimaschutzaktivisten an einem Bus geklebt. Der Wagen des Unternehmens Prima Klimareisen stand am Morgen vor einem Hotel in Berlin, als sich die Aktivisten festklebten. Fahrer Thilo Strohbach war davon wenig begeistert. Es ist total sinnfrei, am Bus klimaneutrales Fahrzeug. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt so viele Sachen, was die machen könnten, wo ich auch sagen, müssen sie vielleicht dann machen, aber am Bus ist, glaube ich, das Letzte. Mit einem Protestmarsch wollen die Aktivisten am Donnerstag ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. An mehreren Orten in der Hauptstadt laufen sie in langsamem Tempo über die Straße und behindern so den Verkehr. Ihr nehmt bitte die Steckdose, schließt die zu Hause an den Strom an und dann, hier sind so kleine Sicherheitsteile drin, die müsst ihr mit der Zunge so zur Seite und dann... Denk dran, mit der Zunge immer rein. Alles klar? Wirtschaftspolitischer Sachverstand gehörte ja noch nie zu den Kernkompetenzen der Grünen. Olaf Scholz, hör mal, das kommt aus der Mittelschicht. Du kennst die Spritpreise nicht, denkst, dass das witzig ist. Du löst Probleme mit Gewalt, indem du Waffen schickst. Im schlimmsten Fall sitzt du im Bunker, also macht ja nix. Ich hab ne Abneigung gegen Heuchler und auch gegen Waffen. Das lehrt doch die Geschichte, Mann, dass die keinen Frieden schaffen. Du lässt die Menschen hier im Stich und vergisst es wieder. Du hilfst damit nicht Deutschland und auch nicht den Ukrainern. Putin unberechenbar, ihr solltet endlich reden. Doch du hast kein Problem damit, uns in den Dreck zu treten und dir mehr Cash zu geben für einen größeren Keller. Denn darin stapeln sich die Leichen wie in Küchenteller. Homeboy, ich hoffe nur, dass in dir noch ein Funke ist, der etwas bessern will und sieht, dass wir verbunden sind. Sonst machst du langzeitig unser Land nur schlimmer. Das machst mir nach und erhebe deine Stimme. Leute, mir fehlen die Worte in dem Land. Weißt du, ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich heule. Ich stehe seit 2 Stunden im Stau. Hier geht gar nichts, weil sich Klimakleber in den Tunnel geklebt haben. In den Tunnel, Leute. Normalerweise muss der Unimog vor der Polizei kommen, alle mit dem Frontlader und die Scheiße auseinanderschieben, weißt du das? Mit 90 so durchbrettern. 3 Meter vorher die Schneide runterlassen, dass sie schön glüht und schiebt durch die Scheiße. Seit 2 Stunden stehen wir hier. Jeder, der zur Arbeit will, jeder, der seinen beschissenen Job machen möchte, der wird hier gerade noch in den Arsch gefickt, Alter. Hier wirst du nur noch gegängelt in diesem Land, weißt du das? Die Polizei ist unterwegs mit einem Großaufgebot. Du stehst hier Spiegel an Spiegel, Alter, mit der anderen Fassung. Womit kommen die denn? Mit einem Kamel oder was? Mit einem Klapprad oder wie willst du denn hier durchkommen? Im Tunnel geklebt, Alter, weißt du? Aber wenn deine TÜV-Plakette 3 Wochen abgelaufen ist, Alter, dann läufst du die nächsten 16 Jahre zu Fuß, weißt du? Und musst zum HU und TÜV und hast und Baurat. Ich fass mir hier in diesem Land nur noch einen Kopf, Leute, ganz im Ernst jetzt. In den Tunnel geklebt. Wenn du über Rot läufst, musst du 6.000 Euro Strafe zahlen, kriegst 195 Punkte und die kleben sich in den Tunnel und das ist lustig, das ist okay. Es ist mittlerweile echt so, dass du dir dreimal überlegen musst, ob du aufstehst und überhaupt zur Arbeit gehst. Ganz im Ernst, ganz im Ernst. Normalerweise, Alter, musst du dir eine Orangenplantage kaufen, irgendwo, wo die Sonne scheint, da hast du keinen Stress und fertig ist. Hier wirst du ausgenutzt, siehst du ja, was du brutto netto hast. Hier wirst du gegängelt, das siehst du ja auch hier. Und von der Politik im Stich gelassen. Das ist Deutschland mittlerweile, weißt du das? Jeder, der hier steht und seinen Job machen möchte, keine Chance. Keine Chance. Im Gegenteil, hast noch mehr Kopfschmerzen jetzt, weil hier nichts geht. In die Tunnel und auf die Brücken geklebt. Ich verstehe sowas nicht. Freiheitsstrafen, Leute. 100 Jahre wegsperren. 100 Jahre. Und einmal die Woche ein Liter Wasser und ein bisschen Brot. Das Klima retten. Ich kann diesen ganzen Schwachsinn, ich kann das alles nicht mehr hören. Du darfst gendern, sie und heute fühlt er sich als Frau der Typ und morgen ist die Frau ein Mann und Schokokussbrötchen darfst du nicht mehr sagen und jetzt heißt es auch nicht mehr Schwangere, sondern Gebärende, weil auch Männer Kinder kriegen und Leute, bin ich bekloppt oder was ist hier los, Alter? Dann im nächsten Jahr werden wir 11.000 Euro brutto ungefähr an Diäten bekommen. Wir werden 5.000 netto obendrauf bekommen. Wir werden die Bahncard erste Klasse haben. Wir werden 12.000 Euro Kostenerstattung im Jahr bekommen. Wir haben den Fahrdienst in Berlin und um Berlin herum. Es gibt einen Zuschuss zur Krankenkasse von etwa 50%. Es gibt Rentenansprüche jedes Jahr im Deutschen Bundestag etwa 250, 260 Euro. Uns geht's hier drin richtig gut. Da gucken Sie mal auf die Leute draußen. Wir machen nicht 4 Wochen Weihnachtsferien, wir machen 8 Wochen Sommerferien, wir machen 2 Wochen Karnevalsferien, 2 Wochen Osterferien, sie machen 2 Wochen Pfingsten und Himmelfahrt. Das zeichnet die Qualitätsdemokraten der bunten Einheitsfraktion hier aus. Nichts im Wahlkreis machen, viele Dienstreisen unternehmen und hier den Leuten draußen sagen, 21 Sitzungswochen, 21 Arbeitswochen im Jahr reichen.